Es ist wieder Zeit für die Sportshow und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Das sind unsere Themen heute. Frankfurter Schützenfest. Eislöwen gewinnen gegen Weißwasser deutlich mit 9:2. Prominente Unterstützung. Fußball-Weltmeisterin Nia Künzer ist Botschafterin des hessischen Behindertensports. Viel Spaß! Beim Champion des Jahres vergnügen sich Deutschlands Topsportler im Club Robinson. Die Eishockeysaison ist gestartet und somit natürlich auch die Saison der Frankfurter Löwen. Und der Meister des letzten Jahres ist schon wieder auf Platz 1. Auch dank eines wahren Schützenfestes gegen die Lausitzer Füchse. Es ist immer eine große Show, die Heimspiele der Frankfurter Löwen. Und das Spiel gegen Weißwasser sollte das torreichste der Hessen in der noch jungen Spielzeit werden. Und das, obwohl die Gäste mit dem Toreschießen angefangen hatten. 5 Minuten vor der ersten Pause erzielten die Füchse den ersten Treffer des Abends. Sehr zur Freude der mitgereisten Fans. Dann allerdings nahm der Angriff der Hessen so langsam aber sicher Fahrt auf. In weniger als 60 Sekunden schafften die Löwen den Ausgleich und hier sogar den Führungstreffer. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Pause. Und im zweiten Abschnitt gab es dann ein wahres Löwenfeuerwerk. Die Gastgeber in zweifache Überzahl. Und da haben sie die Zeit, sich die Scheibe so lange hin und her zu spielen, bis dem Torwart die Sicht versperrt ist. Die Tore fielen jetzt fast wie am Fließband. CJ Stretch staubt hier ab. Sein Tor bereits das 5:1. Schon jetzt war klar, der Sieg reine Formsache. Denn wenn die Füchse doch mal einen Angriff gefährlich vor den Frankfurter Kasten brachten, dann hatten die Löwen im Tor immer noch Hannibal Weizmann stehen, der seine Sache ganz souverän löste. Auch wenn er in der 34. Spielminute machtlos war. Die Löwen allerdings ließen sich vom Tor der Gäste nicht beeindrucken und stürmten weiter munter drauf los. Und waren oft nur durch ein Foul zu stoppen und den fälligen Penalty verwandelt Nils Liesegang eiskalt. 4 Tore erzielten die Frankfurter in numerischer Überlegenheit. So auch das 7:2 durch Matthew Pistilli. Kein Wunder, wie der Trainer später verraten hat. Wir haben den Puck wirklich gut bewegt. Wir haben in unserem Überzahlspiel gestern im Training einiges geändert. Und einiges davon hat wirklich gut funktioniert. Matthew beispielsweise sollte mehr schießen und, ja, was soll ich sagen, das Powerplay war gut heute Abend. Im zweiten Abschnitt haben wir immer mehr Selbstvertrauen bekommen. Und wenn du dann noch kämpfst, dann passieren gute Dinge und so endete es mit 9 Toren. Das schönste Tor des Tages war auch gleichzeitig das letzte, das 9:2, mit Drehung und unhaltbar. So, dass die Frankfurter fast von einem perfekten Spiel sprechen konnten. Ja, 3 Punkte sind super und wir haben richtig gut gespielt, aber noch nicht perfekt. Da sind schon noch ein paar Dinge, die besser gemacht werden können. Aber wir haben heute Abend wirklich sehr gut als Team gespielt und das ist mir wichtig. Jede Reihe hat super gespielt und auch Hannibal im Tor und selbst der Ersatztorhüter auf der Bank hat gelacht. Also alles war gut. Mit diesem Sieg und dem Erfolg im Penalty-Schießen am Sonntag in Bayreuth bleiben die Frankfurter Tabellenführer. Wir kommen zum HBRS, dem Hessischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes. Denn dieser hat mit Nia Künzer jetzt eine neue Botschafterin für sich gewinnen können. Sie hat noch nicht viel verlernt, die ehemalige Nationalspielerin. Und ihr Wissen und ihr Können und natürlich auch ihre Ausstrahlung und Bekanntheit soll sie in Zukunft als Botschafterin für die Abteilung Fußball im Hessischen Behindertensportverband einsetzen. Nia Künzer wird Teampatin und Botschafterin für die Abteilung Fußball, hat hier aber auch Aufgaben, dass er auch mal zum Training dazukommt. Außerdem soll sie natürlich als Botschafterin die deutsche Meisterschaften, die im nächsten Jahr in Wetzlar stattfinden, mitbegleiten. Doch nicht nur bei diesem Event. Insgesamt freut sich die ehemalige Weltmeisterin auf die Zusammenarbeit mit dem HBRS.
Ja, für mich keine Frage. Wenn ich das zeitlich hinkriege, habe ich gesagt, dann mache ich das gerne, weil ich die Jungs unterstützen will. Ich finde es wichtig, dass alle Menschen Zugang zu Sport erhalten, die gerne Sport treiben möchten, weil es unheimlich viel für die Person individuell bedeutet. Und natürlich ist auch der Verband glücklich über so eine prominente Unterstützung. Die weiß, was sie tut, weiß, was der Fußball bedeutet, was Leidenschaft bedeutet. Und das war uns ganz wichtig, dass wir da auch für unsere Jungs und auch für den Verband als solches jemanden haben, der weiß, von was er redet und letztendlich im Fußballbereich uns da voranbringt. Nicht nur wegen der neuen Botschafterin, auch insgesamt ist der Fußball im hessischen Behindertensport auf dem Vormarsch. Wir hatten vor 5 Jahren angefangen und haben jetzt eine eigene Liga, eine Hessenliga ID. ID heißt intellektuelle Beeinträchtigung. Es wird jetzt eine zweite Liga gegründet. Am 16.09. ist da der erste Spieltag, die erste inklusive Fußballliga, wo Fußballerinnen und Fußballer ohne und mit Handicap zusammen in einer Mannschaft spielen. Und das Ganze im Moment entwickelt sich einfach nur positiv. Ja, wir haben jetzt auch mittlerweile nach der zweiten Hessen-Auswahlmannschaft Fußball CP. Und hier haben wir es jetzt auch geschafft, dass der Björn Trein unser erster offizieller Nationalmannschaftsspieler ist. Der hatte jetzt in Hamburg gegen Dänemark seinen ersten Einsatz. Der HBRS und die Weltmeisterin. Ein Team, was zusammenpasst. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und zeigen Ihnen dann, wie Profisportler Urlaub machen. Wir sind wieder zurück in der Sportshow. 64 Athleten sind von der Deutschen Sporthilfe eingeladen worden und feierten im Robinson Club in Italien und wählten dabei ihren Champion des Jahres. Und diese 5 Athleten waren nominiert. Champion des Jahres 2017. Das heißt für 64 Spitzensportler im Robinson Club Apulia erholen, feiern und Spaß haben. Und für manch einen auch Wettkampf. Christina Vogel ist eine von 5 Nominierten um den Titel Champion des Jahres. Erstmal bin ich unheimlich stolz, dass ich jetzt unter den Top 5 bin. Ich meine, wir haben es bei Öffnungsgala gehört, wir haben über 600 internationale Medaillen bei Olympia, bei den Europameisterschaften und dann eine der 5 zu sein, von Athleten gewählt, ist schon ziemlich krass, ne? Ihre Eintrittskarte für die Teilnahme, die Weltmeisterschaftssiege im Keirin und Bahnsprint. Erfolg, den sich die 26-Jährige hart erarbeitet hat. Nach einem Autounfall während einer Trainingsfahrt 2009 liegt sie für 2 Tage im Koma und kämpft sich dann wieder zurück. Bringt ja nichts drüber zu blasen, man muss ja irgendwie weiter, man muss ja höher, weiter, schneller, wie es immer heißt. Ne? Und das war so für mich, was ich mir jeden Tag irgendwie in den Kopf zurückgerufen habe und es hat ganz gut funktioniert. Beim Beachvolleyball-Workshop macht die diesjährige Nominierte unter den Augen von Olympiasieger Jonas Reckermann ebenfalls eine gute Figur. Kämpferisch, wir hatten eine so eine Abwehrübung, wo Kampfsäue gefragt waren, da hat sie herausgestochen, das war stark. Ansonsten typisch Sportler, ne? Also ich meine, sie ist jetzt kein Beachvolleyball-Profi, aber man merkte schon in 2 Stunden, wie sie sich da verbessert hat. Christina Vogel greift zum nächsten Titel und kann sich vielleicht schon bald Champion des Jahres 2017 nennen. Für Johannes Ritzek ist es Zeit, mal runterzukommen, durchzuschnaufen und das Jahr mit seinen herausragenden Leistungen Revue passieren zu lassen. Der nordische Kombinierer lässt es sich beim Champion des Jahres, der Eventwoche der Deutschen Sporthilfe im Robinson Club Apulia, gut gehen. Die WM in Lahti war auf jeden Fall was ganz Besonderes und werde ich sicher nie vergessen, dass natürlich ich damit jetzt erfolgreichster WM-Kombinierer bin, ist unglaublich. Der 25-Jährige wurde von den 64 eingeladenen Spitzenathleten aus Deutschland als einer von 5 Sportlern gewählt, die am Ende Champion des Jahres werden können. Verdient hätte er sich diesen Titel auf jeden Fall. Im Januar schreibt er Geschichte. Im finnischen Lahti steigt er zum erfolgreichsten Kombinierer der WM-Historie auf. Ein sehr ehrgeiziger Sportler, der natürlich weiß, was er erreichen möchte. Das hat er in den letzten Jahren
oft genug unter Beweis gestellt, dass er da auf jeden Fall den genügend oder den richtigen Biss dafür hat, da ganz vorne immer mit dabei zu sein und mitzumischen. In ruhigen Momenten widmet er sich gerne aber seinem Lieblingsgetränk, Kaffee. Ich trinke unglaublich gerne Kaffee schon immer und daheim will ich zumindest meine Anlaufstelle haben und probiere da rum und macht unglaublich viel Spaß. Ist auch so ein bisschen ja, zum Runterkommen und einfach zum Zelebrieren. Das nächste große Ziel, eine Medaille bei den Olympischen Spielen im nächsten Jahr. Eigentlich schießt sich Simon Schemp beim Biathlon von Sieg zu Sieg. Beim Champion des Jahres im Robinson Club Apulia tauscht er aber Gewehr gegen Fußball und ist nicht weniger erfolgreich. In der Erlebniswoche der Deutschen Sporthilfe kann er seine ohnehin schon überragende Saison vergolden, denn er ist einer von 5 Nominierten, die am Ende zum Champion des Jahres gewählt werden können. Am Anfang habe ich ein bisschen Probleme gehabt, aber dann habe ich mich ganz gut reingesteigert in die Saison und natürlich mit dem Ausgang gerade speziell bei der Weltmeisterschaft war natürlich sehr, sehr erfreulich. Bei der Weltmeisterschaft in Hochfilzen gewinnt er Gold in der Mixed-Staffel und im Massenstart. Seine erste WM-Einzelmedaille. Vom stillen Wasser ist der 28-Jährige zum Leader gereift. Er hat echt eine tolle Entwicklung hinter sich und ja, Hochfilzen WM hatte die erste Einzelmedaille und dann gleich Gold, also der Massenstart, das war phänomenal. Und vielleicht kommt in diesem Jahr noch eine weitere Auszeichnung dazu. Man gönnt schon auch den anderen 4, weil jeder, glaube ich, dieses Jahr wirklich sehr, sehr gute und herausragende Leistungen auch gezeigt hat. Wir haben es nicht richtig in der Hand, sondern wir müssen andere für uns abstimmen lassen. Wir werden uns überraschen lassen, aber ein bisschen Wahlkampf kann man schon betreiben. Champ ist bereits ein Champ. Ein besonderer Titel fehlt aber noch. Champion des Jahres 2017. Frank Stäbler ist immer on fire, genau wie jetzt beim Champion des Jahres in Apulien. Der Ringer ist einer von 64 Spitzensportlern, die der Einladung der Deutschen Sporthilfe nach Italien gefolgt sind. Seine Eintrittskarte für die Erlebniswoche: WM-Gold im Ringen in Paris. Der 28-Jährige schreibt damit Geschichte, denn er ist der erste Deutsche, der in 2 verschiedenen Gewichtsklassen Weltmeister wurde. Ich war auch an dem Tag so erschöpft, ich glaube noch nie in meinem Leben. Ich hatte 6 Kämpfe, harte Kämpfe gegen die Besten der Welt von der Auslosung her innerhalb von, ich glaube, knapp 10 Stunden. Und das war schon ein sehr, sehr harter Tag, aber am Ende ja, wurde ich für alles entschädigt. Das Mattenass kann im Robinson Club Apulia noch einen draufsetzen. Er ist einer von 5 Nominierten, die zur Wahl Champion des Jahres 2017 antreten. Das Besondere, Johannes Rizek und Christina Vogel, 2 seiner Mitkonkurrenten, sind gute Freunde. Wir kennen uns schon über die letzten Jahre, sind super befreundet, waren vor wenigen Wochen auf meiner Hochzeit und wo ich jetzt noch erfahren habe, dass wir zusammen nominiert sind, ist es ja doppelt geil. Sein ehemaliger Coach Alex Leipold hat diesen Titel bereits gewonnen und rechnet Stäbler gute Chancen aus. Frank hat es wirklich verdient. Er ist jemand, der sein Leben dem Sport untergeordnet hat und ich glaube, dass er da ein sehr klares Ziel vor Augen hat. Frank Stäbler. Hochzeit im Juli, Weltmeister im August und im September vielleicht auch Champion des Jahres 2017. 2017 ist noch lange nicht vorbei, aber er kann jetzt schon sagen, dass es das Jahr seiner Karriere war. Im August holt Johannes Vetter bei der Leichtathletik-WM in London die Goldmedaille, die einzige für Deutschland. Momente, die er so schnell nicht vergessen wird. Die Nationalhymne zu hören, Gold um den Hals hängen zu lassen bei so einem großen Wettkampf vor 60.000 Leuten dort im Stadion in London, die halt echt Bambule gemacht haben, das war einfach so ein überragendes Gefühl. Der 24-Jährige ist der Einladung der Deutschen Sporthilfe gefolgt und erholt sich zusammen mit 64 Spitzenathleten Deutschlands im italienischen Apulien. Er ist einer von 5 Nominierten, die am Ende der Erlebniswoche zum Champion des Jahres gekürt werden können. Beim Kurztrip nach Punta Ristola ist Kumpel und 200-Meter-Sprinter Robert Hering mit am Start. Er kennt Deutschlands neue Leichtathletik-Hoffnung ziemlich gut. Im Wettkampf ist er sehr, sehr, sehr fokussiert. Also der macht das mit einer sehr hohen Leidenschaft. Sein Sport ist für ihn das Ein und Alles. Sieht man ihm auch an. Wer gedacht hätte, dass ein Kraftprotz wie er nicht emotional sein kann, der wurde ebenfalls in London eines Besseren belehrt. Die Siegesrunde einfach zu machen mit der Deutschlandfahne, meine Familie dort im Stadion noch zu sehen, vor allem meinem Trainer Boris zu danken, das war ja das allererste. Es war einfach Wahnsinn. Die nächsten Tränen könnten am Freitag kullern. Dann fällt die Entscheidung um den Titel Champion des Jahres 2017.
Was vor Ort in Italien alles los war, wie viel Spaß unsere Profisportler dort hatten, das zeigen wir Ihnen jetzt und verraten Ihnen auch, wer wurde denn Champion des Jahres 2017? Es ist unglaublich schön, hier sein zu dürfen. Eine riesengroße Ehre mit all den Sportlern zusammen. Eine Riesenbelohnung und macht einfach nur total viel Fun. Sonne, Spaß, Erholung, Belohnung und geil. Hier in dieser Woche hat man den passenden Rahmen, um den Sommersportlern mal zu zeigen, dass die Wintersportler eigentlich doch viel länger wach bleiben können. Ich werde Champion des Jahres, weil ich für einen Ringer noch die schönsten Ohren habe. Ich werde Champion des Jahres. Ja, warum eigentlich? Ich hoffe es einfach und ja, wäre mega dankbar. Ich werde Champion des Jahres, weil Frauen an die Macht müssen. Frauenpower über alles. Ich werde Champion des Jahres, weil ich der Einzige bin, der kein Hochdeutsch kann. Also ich werde Champion des Jahres, weil... Ein Schwachsinn. Ich bin jetzt echt platt, also 5 Kilometer ist echt hart zum Schluss. Ich habe noch nie in meinem Leben so feste Beine gehabt, aber war geil und 4 Kilometer durchquellen. Der erste war noch geil und dann war scheiße, aber hat Spaß gemacht. Ja, wir haben einfach alles gegeben und gezeigt, dass wir als Wasserspringer auch an Land unterwegs sein können. Schützen sind wir sowieso gut, Soldaten der Bundeswehr und freue mich sehr über meinen Sieg und meinen Preis, den ich damit gewonnen habe. Ich bin zum ersten Mal dabei und finde das Format super geil. Wir können als Wintersportler mit den Sommersportlern uns mal austauschen und wir lernen die alle mal kennen und so und alle sind cool drauf, also macht wirklich Spaß. War eigentlich geplant, dass ich zu meiner Freundin in die USA fliege. Das habe ich jetzt um eine Woche verschoben und das war einfach eine riesen Ehre und von daher habe ich gesagt, das muss ich einfach mitnehmen. We are.
ist natürlich super starken Kandidaten mit Kretschel gehabt, der wirklich aus dem Kanadiersport kommt. Nur auf einer Seite paddeln, ich brauche normalerweise noch eine andere Plätte auf der anderen Seite. Und es war unheimlich knapp und ich hätte nicht gedacht, dass es so hart wird. Ja, ich fahre gerne Auto, muss ich sagen. Auch gerne Go-Kart, aber nicht allzu oft. Und ich glaube, so die Go-Karts kann man nicht mit normalen Go-Karts vergleichen, aber es hat unheimlich Spaß gemacht und es war eine lustige Aktion. Ich war ja eigentlich gar nicht gesetzt im Halbfinale, weil ich behindert wurde und da habe ich mich lautstark beschwert. Ja, ich war halt einfach der Beste. War so quasi die Premiere, dachte, dass ich auch keine Chance gegen die anderen habe, weil wenn man die auch von außen so anschaut, die anderen, die rammeln da los wie im Hamsterrad. Das sind eure 5 Nominierten. Einer davon wird der Champion des Jahres. Das ist euer Applaus. Der Champion des Jahres 2017 ist Johannes Vetter. Der Champion des Jahres 2017, Johannes Vetter, unser Speerwurf-Weltmeister. Es war eine super schöne Woche hier im Robinson Club und ja, einfach wahnsinns mega geil, einfach von Athleten gewählt zu werden als Champion des Jahres. Das ist unfassbar und ich freue mich mega über. Das war's von der heutigen Sportshow. Wir sehen uns nächsten Montag wieder zur gewohnten Uhrzeit. Bis dahin wünsche ich eine sportliche Woche. Machen Sie's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.